Der Sommer steht vor der Tür und damit die Grillzeit. Und zum Grillen gehört natürlich nicht nur Fleisch, sondern auch eine tolle und sehr leckere Beilage. Ihr habt euch von mir noch einen Gurkensalat gewünscht, neben meinem besten Sahne-Gurkensalat. Den könnt ihr euch hier oben mal anschauen. Der wird immer wieder gerne nachgemacht und der schmeckt super lecker. Aber dieser Gurkensalat mit Feta ist auch ein Genuss. Und gar nicht so schwer gemacht. Ich fange an, mir ein paar Kerne zu rösten in der Pfanne ohne Öl. Die müssen natürlich ein bisschen abkühlen. Und es gibt so Kernmischungen, die kann man schon fertig kaufen oder man macht sich selber eine fertig. Ich habe jetzt hier Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Die gebe ich einfach in die Pfanne und lasse die da ein bisschen anrösten. Schwenkt die zwischendurch und wenn die so anfangen zu duften, sind die fertig. Und in der Zwischenzeit kann ich natürlich schon mal eine Gurke schälen und die schäle ich jetzt so mit Schale, ohne Schale. Die geschälte Gurke habe ich jetzt einmal quer durchgeschnitten und nehme mir die Kerne innen drin raus, damit der Gurkensalat nicht wässrig oder zu wässrig wird. Und das macht man am besten mit einem Teelöffel. Da zieht man die Kerne einfach so da raus. Das geht hier wunderbar. Und dann werde ich die Gurke in nicht ganz so dünne Scheiben hobeln. Also die dürfen schon ein bisschen dicker sein. So, einfach rausziehen. Und dann kommen die schon auf meinen Teller. Ich habe hier so einen Servierteller. Ihr könnt aber natürlich auch eine Schüssel nehmen. Das, was ihr gerne nehmen möchtet zum Anrichten auf dem Tisch. Meine Kerne können schon aus der Pfanne raus und am besten legt ihr die dann auch auf den Teller. Da können die in Ruhe abkühlen. Und als nächstes schäle ich mir diese schöne rote Zwiebel und hobel mir da schöne Ringe. Das sieht natürlich auf dem Salat immer schön aus, wenn ganze Ringe da drauf liegen. Die Zwiebelscheiben, die muss man natürlich so ein bisschen auseinander machen. Dann sieht es erstmal hübscher aus und dann kann man die auch besser hier runternehmen und jeder bekommt davon was ab. Und dann brösel ich jetzt den Feta hier drüber. So, die muss auch noch auseinander. Sieht ja auch viel hübscher aus. Hier ist noch eine. Das kann man dann ganz in Ruhe machen und schön anordnen. Das ist so ein dickes Teil, das nehme ich da raus. Prima. Und ich habe jetzt hier wirklich Schafskäse. Ihr könnt natürlich auch die Kuhvariante nehmen. Das mag ja nicht jeder mit dem Schafskäse. Aber jetzt wird er hier einfach so drüber gebröselt, so dass noch ein paar Stückchen dabei sind. Also nicht ganz so fein. Jetzt können auch schon die abgekühlten Kerne hier drauf, einfach darauf verteilen, so dass überall was ist natürlich. Schaut mal, das sieht doch jetzt schon so lecker aus. Kommt immer darauf an, wie viele Gäste ihr habt. Könnt ihr natürlich auch die doppelte Menge machen. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein Dressing. Und dafür nehme ich jetzt ein Olivenöl. Ihr könnt aber auch ein Schwarzkümmelöl nehmen, passt da wunderbar zu. Oder Kürbiskernöl, auch total lecker, weil Kürbiskerne sind ja sowieso drin. Ich nehme jetzt Olivenöl. Und zwar 2 Esslöffel und am besten nehmt ihr euch auch so ein schönes Glas, was man zuschrauben kann. Dann kann man das Dressing nämlich wunderbar mischen. Und ich nehme jetzt Apfelessig und da könnt ihr auch variieren. Nehmt den Essig, den ihr da habt, den ihr gerne mögt. Und zwar 1 Esslöffel. Der kommt jetzt hier zu. Dann ist das schon fertig. Und hier rein kommt jetzt nur noch Salz und Pfeffer. Und Pfeffer habe ich gerade selber gemahlen. Der ist richtig aromatisch und der schmeckt richtig gut, weil der wirklich frisch ist. Und da hier beim Würzen auch wieder Nachgeschmack, nehmt so viel Pfeffer und Salz, wie ihr gerne möchtet. Der eine mag ja mehr Salz, der andere mag weniger Salz. Aber so ist das schon eine gute Mischung. Das Ganze wird einfach schön gemischt. Ich sage, in den Gläschen ist das immer wunderbar, wenn man das richtig toll mischen kann. Und dann kommt das Ganze hier drüber. Und bis ihr zum Tisch gegangen seid und alle Gäste anfangen zu essen, ist das auch schön durchgezogen. Und ich habe hier ganz stolz selbstgezüchtete Kapuzinerkresse. Die ist nicht nur lecker und gesund, sondern die sieht auch noch so dekorativ aus. Und dann kann man die schön für die Deko nehmen und einfach hier oben draufsetzen. Damit ist meine Variante Gurkensalat mit Feta schon fertig. Ich hoffe, dieser Salat schmeckt euch genauso gut
wie der Sahnegurkensalat. Macht den mal nach, macht den anderen aber auch mal nach, falls ihr den noch nicht gemacht habt. Schaut euch den unbedingt an, total lecker. Dieser ist auch total lecker. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit, viel Spaß in der Grillsaison. Bis dahin, eure Bea.